Hello and welcome, dearest friends, to another part of Odyssey in Order of the King. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs in der Version 2.5. At first I have to look in my inventory. Maybe there is something useful we can take. Wir gucken erstmal in unserem Inventar und gucken, aha, ob wir was Nützliches haben, wie zum Beispiel Ring der Gewandtheit. Das gibt 3 Geschicklichkeitsboni. Schön. Dann haben wir das auch schon mal angelegt. Okay, I put a ring on my finger to get 3 more skill points. Now I'm going to Jonathan, the cook. Jetzt gehe ich zum Jonathan, den Koch, um die gesammelten Speisen abzugeben. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Okay. Ich hab ja meine eigene Meinung. Stop. There's Oliver. Hi, Oliver. Mir geht es besser. Okay, first floor. Second floor. And welcome, Jonathan. Here are your goodies. Ich bringe dir die Lebensmittel, die du bei Jutta bestellt hast. Danke, Roland. Auf die habe ich schon gewartet. Dann mal her damit. Das Geld dafür hat Jutta übrigens schon von mir bekommen. Fine. Okay, we got another question here. Okay. Ich habe Jonathan die Lebensmittel von Jutta und Fred gegeben. Jetzt kann ich ja nochmal bei Jutta vorbeischauen. Mhm. Okay, it says that I'm going back to Jutta and tell her about this action. No, not there. And if I'm going down to the village, I guess that I visit the blood flies. Also wenn ich runtergehe zum Dorf, dann denke ich mal, dass ich mal die Blutfliegen besuchen werde. It's a beautiful day outside. Oh, there they are again. Da sind die ja schon. Okay, let's have a look if we got a better weapon. This one is more handy. Okay. Was machen die denn schon hier? Das gibt's ja nicht. Okay. Let's fight. Na? Bisschen schwierig, wenn sie höher sind. Okay. Silly blood fly. Okay, I'll take 2. More heavy, it's going uphills. Es ist schwieriger, wenn man so steil am Hang kämpft. Damn. Only one hit. Okay, that's it. Okidoki, that's it. So, time for luncheon. Jetzt Zeit, was zu essen. Maybe a bread. Maybe a cheeseburger.
Okay. And what else? Wash. Okay, let's go down to Utah. There they are. Hier sind sie ja schon. Utah. So, alles erledigt. Jonathan hat seine Lebensmittel bekommen. Ich danke dir, Roland. Du hast mir sehr geholfen. Zum Dank gebe ich dir dafür 3 Heiltränke, die mir mal jemand als Bezahlung gegeben hat. Mit denen kann ich sowieso nichts anfangen. Die kannst du sicher besser gebrauchen als ich. Okay, as a reward I got 3 Mana three Health Potions. Okay, let's pray again, because I hope that I get more strength if I pay for 100 gold to get strength, because it's very useful to strengthen up fast. Okay. 1 point of strength I earned. That's useful. That's quite useful. Okay. An die deutschen Zuschauer, ich hoffe, dass es euch nicht stört, dass ich auch ab und zu mal Englisch rede. Ich hoffe, ich bringe das ein bisschen gut rüber. For all the German viewers, I hope that my English is not annoying you. And I'll take one look to Fred. Hey. Nothing yet. Have been already in his shack. Waren wir schon in seiner Hütte? Oh. Okay. This sounds funny. Das wird sich nie ändern. So, go back to the castle to meet Bruno. For more education. Also wieder zurück zur Burg und bei Bruno noch mal ein bisschen skillen. Okay, Bruno is not in here. This is Wenzel. Maybe we come later to him to listen to his stories. Bruno could be in this room. Herbert Flint. And sometimes you can find Bruno in here, sitting in the corner. Hey! Let's ask him for the education first. Wegen der Grundausbildung. Ja, was ist damit? Okay. Ich denke, dass meine Erfahrungen mit der Einhandwaffe ausreichend sind. Ja, das stimmt. Dieses Ausbildungsziel hast du erreicht. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Okay. Dann werde ich jetzt mal meine Punkte ein bisschen gut verteilen. Und zwar Armbrustschießen lernen, bildet mich im Einkampf Hand aus. Ich will von euch Armbrustschießen lernen. Okay. Ich will von euch das Armbrustschießen lernen. Gut, wir können sofort beginnen. Plus 5. Back. Wegen der Grundausbildung. Ja, was ist damit? Now this is already finished. Ich denke, dass meine Erfahrungen mit der Armbrust ausreichend sind.
Ja, das stimmt. Dieses Ausbildungsziel hast du erreicht. So, at last I have to upgrade my strength and my skills. 5 learn points left. And I... Oh, strength, 15. Geschick, 17. Okay. I take the 5 points to upgrade my strength. Ich will stärker und geschickter werden. Or... Yes. Okay, let's go back. Gut, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. It's because I am close to the next level, or only 55 points. Great. Push, push. And then we can... No, not to the... Okay. I'm searching for beasts, for example, mole rats or other blood flies to get more experience points. Jetzt geht's erstmal darum, noch ein paar Tierchen zu töten, um natürlich mehr Erfahrung zu kriegen. Und da hinten sind ja auch schon Blutfliegen. Oder ist das nur eine? It's only one, huh? Yes. No, two. Okay. Come on, come on, yep. Okay. Oh, I'm not much injured. Ich bin nicht so viel verletzt hier. Come on. Oh, she's quick. Yes, that's it. That's what I want to see. And another blood fly. Hey. Come on. Get dead. It's easier to get to the rock here. Okay, then you can punch more better. So, maybe I can saw a tree. Yes. Oh. Das ist gut. Okay, das waren nur 2 Baumstämme, die ich im Inventar hatte. Only 2 pieces of wood. How many slices do we have now? Can't see them. Here, 19. So, I have to... hack them with the axe, with the Holzfäller axt. First I'm going to save the game. And... Womit denn? Okay. It's not working. This Womit is denn? Is Womit that denn? A feature or is it a bug? I don't know. Womit denn? Funny. Womit denn? Also wenn ich nicht ganz so doof bin, muss ich erst einen Baum sägen, dann spalten mit der Holzfäller-Axt, die hier im Inventar ist. Oder bin ich dumm? Verstehe ich nicht. Above me you can see the castle. Über mir ist die Burg. Und hier geht es zur Moleret. Zu den Mole Rats, I guess. Ah. Are they there? Yeah, they are there. Da sind sie. Die Mole Rats. Oh, come on. Only one? Hm.
Okay. Okay. Oh, he's easy. Easy to take. Okay. Da stehen 80 Punkte. Okay, wenn die so einfach zu killen sind, dann kann ich auch einfach drauf. Die wehren sich ja noch nicht mal. Okay. There's a cave, lots of gobos. Da sind ganz viele Goblins in dieser Höhle, die ich noch nicht angreifen möchte. Okay, let's teleport to the village again. To meet beautiful girls, Dorothy and Anna. Okay, Dorothy. And Anna. Anna, I forgot to talk to you. Ich muss mal mit Anna reden. Wirklich? Das ist ja interessant. Hallo Anna. Alles klar bei euch? Aber sicher, Roland. Danke der Nachfrage. Wir können uns nicht beklagen. Hast du dir schon das Schiff im Hafen angesehen? Natürlich. Sowas kommt doch in letzter Zeit nur noch ganz selten vor. Doch ich sage mir, wenn die Schiffe des Königs noch unterwegs sind, dann kann der Krieg auf dem Festland doch nicht so schlimm sein, wie die Leute alle sagen. Oder was meinst du, Roland? Ich denke auch, dass die Leute oft übertreiben. Man sollte sich nicht unnötig Sorgen machen. Okay. Hast du Sorgen? Naja, nur das Übliche. Aber wenn ich dir das erzähle, lachst du mich nur aus. Warum sollte ich dich auslachen? Weil mich alle anderen auch ausgelacht haben. Deshalb. Na komm, sag schon. Ich verspreche dir auch, dass ich nicht lachen werde. Na schön. Es geht um die Ratten. Ratten? Ja. Hier in der Nähe des Hauses haben sich wieder eine ganze Menge von ihnen versammelt. Die machen mich noch ganz verrückt. Wie bitte? Sag bloß, dir machen die Viecher Angst. Na bitte. Jetzt lachst du mich genauso aus wie mein Mann und alle anderen. Aber helfen will mir keiner bei meinem Problem. Mach, hätte ich jetzt bloß doch nichts gesagt. Jetzt beruhige dich. Ich werde dir bei deinem Problem mit den Ratten helfen. Wirklich? Ist das auch wirklich dein Ernst? Na klar doch, wenn ich es sage. Wo sind die Viecher? Die meisten halten sich auf dem Hügel in der Nähe unseres Hauses auf. Und wo sind die anderen Ratten? Die findest du irgendwo hinter Johanns Scheune. Wahrscheinlich beim alten Apfelbaum. Okay, Anna is frightened of rats. And I decided to help her to kill the rats. Also, Anna, wir haben's gelesen. Möchte ganz gerne, dass wir die Rattenplage. Da ist wieder eins von den Drecksviechern. Ich will die killen. Alles für weniger. Okay. You bastard. You took me 10 or 20 points. Da ist nicht zu holen. Maybe there are more. Weg mit der Waffe. Weg mit der Waffe. He's got a really funny voice. Oh, what's in there? Where are the other rats? Okay, there are none. Only herbs. And behind a shack,
Maybe here. No? Yeah, there. Okay. Kill. 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 Oh. Okay, I get them all now. To check this, if I killed all the rats, I ask Anna again. Hey du! Ich habe die Ratten getötet. Wirklich? Danke! Dann sind also jetzt alle tot? Naja, zumindest die meisten. Ich glaube aber, dass du die nächste Zeit auf jeden Fall Ruhe vor ihnen haben wirst. Ja, diese Viecher sind zäh. Würdest du gerne wissen, wo die alle herkommen? Wahrscheinlich haben die irgendwo unter der Erde ein Nest. Ja, wahrscheinlich. Du hast mir sehr geholfen. Daher sollst du eine Belohnung von mir bekommen. A kiss. Es ist zwar nicht viel, aber kommt von Herzen. Sag aber bitte nichts davon meinem Mann. A kiss. Keine Sorge. Ich kann schweigen. Oh, 50 gold. I hope for a hug of her or a kiss. Ich dachte, sie würde mich küssen oder mich umarmen, aber nein. Okay, who's this? This is Jonas. Warte mal. Ah. Na Jonas, wieder mal Wachdienst? Hör auf, Mann, das ist doch immer dasselbe. Okay, he's going to the night shift. It's better to take a sleep. So, da ich noch keine Pfeile herstellen kann, muss ich welche kaufen. I can't build arrows on my own for the bow, so I have to buy them at Kuno's. Okay, let's walk up to Kuno to buy some weapons. Zeig mir deine Ware. Okay, where are the arrows? Here, 50. Each one 3 gold. Okay, I have to do it. Maybe a better bow? Oh, need more skill for this. Okay, then... Come on. Bisschen Mana, um uns dann halt eben ins Dorf zu teleportieren. Go back to the village. Because I want to kill some wolves with my bow. Where are they? Okay. In this little forest in front of me. Also in diesem kleinen Wäldchen da vorne gibt es Wölfe. Und da wollen wir mal gleich so richtig schön loslegen. Weil ich habe auch früher die Erfahrung gemacht, dass man mit Pfeil und Bogen die Wölfe gut erlegen kann. I know that you can kill the wolves very good with a bow. And let's go up there. Where are they? Where are they? Come on! Huh? Okay. Oh. Not good. Hmm? There's one. But I guess too far away or what? Go into the cave. I guess there are wolves too. Oh yeah. Ah! Ah, ich muss noch lernen, hier mit umzugehen. Ah, shit. Ah, ist ja interessant.
Bei jedem Treffer gibt es noch so zwei kleine Pfeile außenrum. Okay. Na, daneben. Oh, das geht ja richtig gut. It's very easy to kill them. Oh, I need more practice. Oh, another Wolfgang. Very good. Okay. Some mushrooms called Dunkelpilz and Buddlerfleisch. Something to take here. Okay. And now, let's be aware, maybe there's another wolf. Vielleicht ist hier noch einer um die Ecke? Nee. Nö, keiner. Sehr gut. Very good. Goblin beers. Good for skill. Okay, let's go outside. We skill up by eating the goblin beers. So where are they here? Okay, 1, 3 points. 2, 3. Very good. We have 20-20. That's good. 20 Stärke und 20 Geschick. Das ist schon mal gleich auf. Das finde ich gut. Wir brauchen nämlich 30 und 30. Na, dann haben wir die Grundausbildung in dieser Geschichte schon mal beendet. Okay, here in this little forest there are more wolves. Maybe. Oh, 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 oh. They're coming up immediately at me. Uh-oh. I should have eaten something. Okay. No! Okay, maybe I get them. Jush. Okay, Glück gehabt. It was too close. That another wolf? Ist das noch ein Wolf? Ja, sehr schön. Oh, gleich zwei wieder. Hm. Okay. Oh. Come on! If you try them to beat them with a sword, it is hopeless. A bow is better. Now, what we'll find more? Is there more? Of course there are more beasts. Okay, woven. Come on. Ah, shit. Okay. Hier ist ein Pfeil verloren gegangen. Da liegen sie. Aber die kann man nicht mehr aufheben. Leider. Schade.